Unser Spielverein verlängert mit Moritz Stoppelkamp um eine Saison. Oder böse Zungen würden behaupten, Moritz Stoppelkamp verlängert mit dem MSV um eine Saison. Dies und vieles weitere in diesem Video. Das Personalkarussell dreht sich also wieder mal beim MSV Duisburg und nachdem unter anderem Orhan Ademi, Nico Brettschneider und viele weitere bereits den MSV verlassen haben, jetzt also die Vertragsverlängerung schlechthin. Unser Capitano Moritz Stoppelkamp verlängert um eine weitere Saison in Zebrastreifen weiß und blau. Und jetzt stellen sich natürlich einige Fragen. Ist das gut? Ist das schlecht? Aber ein erster Blick auf die Statistik beweist ganz einfach, in über 168 Pflichtspielen, seitdem er 2017-2018 zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist, über 100 Torbeteiligungen dazu beigesteuert, dass der MSV dementsprechend performt hat und gerade die letzten drei Saisons extrem wichtig, denn er hat als einziger Spieler immer zweistellig getroffen bzw. gescored und das zeigt schon den Stellenkampf, den Stoppelkamp innerhalb dieses Vereins innehat. Und jetzt wird es natürlich entscheidend sein, wie geht man nächste Saison mit ihm um, wie fit ist er aber auch und welche Rolle nimmt er letztendlich im Korsett von Thorsten Ziegner ein, denn es gibt einige Spieler im Kader, bereits jetzt Ala Bakir, der weitere Schritte gehen muss, der mehr Verantwortung übernehmen muss, der vielleicht irgendwann in die Fußstapfen hineintreten kann oder aber auch vielleicht den einen oder anderen Neuzugang, wo man schauen muss, wie das Ganze gut zusammenwächst. Und es wird auf jeden Fall spannend. Kommen wir also final zu meiner persönlichen Meinung. Und ich kann nur sagen, ich freue mich darüber, dass Moritz Stoppelkamp eine weitere Saison erhalten bleibt. Denn er ist auch demnächst mit 36 Jahren für mich persönlich der Unterschiedsspieler in Reihen des MSV. Davon haben wir nicht so viele. Und wenn man überlegt, er ist Duisburger, er ist wieder zurückgekehrt nach Hause und hält nach wie vor dem MSV die Stange, denn auch mit 34, 35 und demnächst 36 Jahren muss man sich das ja nicht mehr unbedingt antun. Umso schöner finde ich, wenn man demnächst nochmal ein Happy End schreiben würde. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr die Personalie beurteilt. Das würde mich interessieren. Und dann sehen wir uns zum nächsten Update. Ciao, ciao.